بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Also wir machen jetzt den zweiten Teil, den zweiten Teil der Einleitung zu Riyad al-Salihin. Wir haben am Vormittag über das Leben von Imam an-Nawawi rahimahullah gesprochen und wir lesen jetzt einen Teil der Einleitung, die er selbst zu dem Buch gemacht hat. Und dann beginnen wir mit dem Lesen von Hadithen. Ihr seht alle so müde aus irgendwie. Das erledigt das. Imam an-Nawawi hat zu seiner, in der Zeit, dass er gelernt hat, hat er täglich 12 Unterrichte bei 12 verschiedenen Sheikhs gehabt. Das war sein Leben. Ne? Neben allen anderen, was er am Guten gemacht hat. Wie viel hatten wir heute? Wie viel Unterricht hatten wir heute? Oder hattet ihr heute, weil ich war spät? 5. Oh Gott. Also 7 fehlen noch zu dem, was Imam an-Nawawi gemacht hat. Aber nur mit dem Unterschied, dass er das nicht so wie wir einmal in einmal pro Jahr oder einmal in 3 Monaten gemacht hat, sondern über Jahre hinweg täglich. Ich lese den Beginn des Vorwortes von Imam an-Nawawi zu seinem Buch zuerst einmal auf Arabisch vor. Für die nicht Arabisch verstehen, versucht es einfach, den Klang der Sprache mitzubekommen, weil es einfach so schön ist. Also ich glaube, auch wenn für nicht Arabisch verstehende Menschen ist es schön, das zu hören. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah al-Wahid al-Qahar, al-Aziz al-Ghaffar, Mukawwir al-Layli ala al-Nahar, Tazkiratan li-Uli al-Qulubi wal-Absar, Tabsiratan li-Dawi al-Albabi wal-Itibar, الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهده في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والاتكار ووفقهم للدأب في طاعة وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. Er preist Allah und sagt, Lob und preise Allah dem einen, dem Bezwinger, dem Mächtigen und dem Verzeihenden, den, der die Nacht zum Tag macht oder die Nacht in den Tag bringt. Als Erinnerung an die Leute, die inneres Verstehen haben und die mit ihren inneren sehen. Und jene, also er spricht über diese Leute, die innerlich geistig wach sind, die Leute, die er aus seiner Schöpfung oder diejenigen aus seiner Schöpfung, die er aufgeweckt hat und gereinigt hat und sie zu Asketen gemacht hat in dieser Welt. Also ein Zeichen der Reinigung ist, dass er den Menschen die Lust an dieser Welt verringert und sie beschäftigt hat mit Muraqaba, mit innerer Wachheit und ständigen Gedanken und dem Festhalten an dem, was den Menschen ermahnt und erinnert. Und die er den Erfolg gegeben hat in seinem Gehorsam. Und die er sozusagen ferngehalten hat von all dem, was ihn zornig macht und was zum Schlechten jenseits führt. Ja? Und die er den Erfolg gegeben hat, dass sie in diesem Zustand bleiben, mit all dem, was sich in ihrem Leben, was sich in Zuständen, was sich im Laufe der Zeit verändert. Inshallah, Allah macht uns von denen, inshallah. Und dann sagt er, wa ashhadu an la ilaha illallah al-barr al-karim, al-ra'uf al-rahim, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, al-hadi ila sirat al-mustaqim, wa da'ya ila din al-qawim.
Iladin Qawim bezeugt, dass es keinen Gott außer Allah gibt, dem Großzügigen, dem Barmherzigen, und dass Mohammed sallallahu sein Diener und Gesandter ist, sein Geliebter und sein Khalil, den, der zum geraden Weg aufruft. Und da sagt er, Emma Bad, Fakat Kallahu Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Er zitiert jetzt die Ayah vom Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ich habe die Menschen und die Dschinn nur erschaffen, damit sie mich anbeten oder damit sie mir dienen. Also jetzt kommt er sozusagen zum eigentlichen Kern dieses Vorwortes. Nämlich, er beschreibt uns in diesem Buch, sammelt er jene Hadith und jene Verse, die uns zeigen, in welcher Weise wir alle subhanahu wa ta'ala anbeten. Ich übersetze es weiter. Und das ist ein klarer Hinweis darauf, dass die Menschen und die Dschinn erschaffen worden sind für Gottesdienst, für Dienerschaft. Ja? Und aus dem Grund, ist es eine Pflicht für sie, sich mit dem zu beschäftigen, wofür sie geschaffen sind. Ja? Also erinnert uns, dass wir die Aufgabe haben, uns mit dem, uns das ernst zu nehmen, das wichtig zu nehmen, wofür Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Ja? Weil er rat an Hudud Dunya bis Zahada, verinnahum daran nefat la mahallu ikhlad und so weiter. Und dann spricht er mit Dunya und sagt, wenn man diese Aufgabe ernst nimmt, ja, dann ist es eine Pflicht, eine Aufgabe, sich von dieser Welt abzuwenden. Ja, und er beschreibt dann die Zustände dieser Welt und sagt, weil diese Welt ein Durchgang ist und kein Platz, an dem wir bleiben. Ja? Und das beschreibt er dann im Detail. Ich übergehe das dann. Und dann sagt er, und deshalb, weil diese Dunya so ist, wie ich sie beschrieben habe, und weil wir erschaffen sind, so wie ich es gesagt habe, also weil die Dunya vorübergehend ist und wir erschaffen sind, dafür alle anzubeten, verhacke alle Mukallaf. أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه. Und weil das eben so ist, haben wir allen Grund dazu, zu versuchen, den Weg der Menschen zu gehen, die Allah auserwählt hat und die sozusagen die Menschen von die Verstand haben und die Besten der Menschen sind, die diese Aufgabe ernst nehmen, ja, und sich ihrer Aufgabe zuwenden und sich von der Dunya abwenden. Ja. Und das sagt er, und der beste Weg für diese, um dahin zu gelangen, ist der التأدب بمصح النبيين سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين. Und der beste Weg dazu ist der, dass man lernt, sich richtig zu benehmen mit dem, was von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dem Besten und dem Edelsten aller frühen und späteren Geschöpfe, aller vorausgegangenen und später kommenden Geschöpfe überliefert wird. Ja? Und es Jetzt trifft sich das wieder mit dem Brief, den wir heute gehört haben von Imam Rabbani, Rahimullah, der uns darauf hingewiesen hat, dass der Weg zu Allah ist über das, was die Scharia uns vorgegeben hat und was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns vorgelebt hat. Dann sagt er, وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ta'awwanu, eine Hälfte, oder wie kann man das sagen, helft zusammen oder helft einander, al-birr wa taqwa, also zu Gottesfurcht und zu rechten Taten, zu rechten Taten zu Gottesfurcht. Wa qad sahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Und es wird überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, Allah subhanahu wa ta'ala also hilft dem Diener, wenn er seinem Bruder hilft.
Was meint er damit? Er meint, dass er dieses Buch herausgegeben hat als Hilfe für uns. وأنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Wer auf was Gutes hinweist, der bekommt den Lohn dessen, der das macht, oder bekommt so viel Lohn wie der das auch macht. وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Wer auf eine Rechtleitung hinweist, der bekommt den gleichen Lohn wie diejenigen, die dem folgen, ohne dass ihnen von ihrem Lohn etwas genommen wird. وأنه قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Wallahi, er hat zu Sayyidina Ali radiallahu anhu gesagt, der Prophet hat zu Sayyidina Ali gesagt, radiallahu anhu, Wallahi, wenn Allah subhanahu oder dass Allah subhanahu wa ta'ala durch dich einen einzigen Menschen recht leitet, ist besser für dich als wörtlich rote Kamele. Und rote Kamele waren zu der Zeit der wertvollste Besitz, den die Araber gekannt haben. Und dann sagt er, und aus dem Grund habe ich gesehen, beabsichtigt, eine kurze, dass ich eine kurze Sammlung von Hadithen vorbereite, von Hadithen, die sahih sind. Mustemmelen ala ma yakunu tariqa li sahibihi lil akhirah. Und diese Zusammenfassung oder diese Sammlung soll das umfassen, was den Weg ins Jenseits ebnet. Und die ihm das richtige Benehmen, das gute Benehmen, und zwar sowohl das innere als auch das äußere gute Benehmen zeigen oder ihn darauf hinführen. Und er geht dann weiter darauf ein, wir sind auf Details eingehen, unter anderem die Riyadat al-Nufus, yani die Erziehung der Seele, der Dib al-Akhlaq, um das richtige Benehmen zu, richtiges Verhalten zu schulen, wa taharat al-Qulub ilajiha, und die Reinigung des Herzens, ja, und die Behandlung des Herzens sozusagen, wa siyanat al-Jawarih, die Berichtigung oder die Korrektur unserer äußeren Handlungen und die Beseitigung ihrer Fehler, die Fehler unserer äußeren Handlungen. Waraydalika min maqasid al-arifin, und andere Dinge, die zu den Zielen derer gehören, die Wissen haben, zu den Zielen der Wissenden, zu den Inhalten der wissenden Menschen. Ja? Das ist das, was er für uns in diesem Buch zusammengefasst hat. Und er sagt, er hat in diesem Buch nur Hadithe gesammelt, die sahih sind. Ja? Mudafn al-Kutub al-Sahih al-Mashhurat, und zu jedem Kapitel noch eine Eier von, wie man gesagt hat, ein Vers vom Koran dazu oder mehrere Verse vom Koran dazugefügt hat. Und noch einige Bemerkungen oder einige Details an Erklärungen noch dazugegeben hat. Und dann sagt er am Ende, sagt er, وَأَرْجُوا أَنْ تَمَّ هَذَا الْكِتَابِ وَأَرْجُوا أَنْ تَمَّ هَذَا الْكِتَابِ أَنْ يَكُونَ سَائِقًا لِلْمُعْتَنِي بِهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ. Und ich hoffe, dass wenn dieses Buch fertig wird, dass es für den, der sich darum bemüht, hinführt zu Guten. وَحَاجِزًا لَهُ أَنْ أَنْوَالْ قَبَائِحْ وَالْمُهْلِكَاتِ, und ihn schützt vor allen Arten oder von den Arten von schlechten Dingen
und zerstörerischen Angelegenheiten. Das heißt, dass er uns mit diesem Buch schützt vor allem, was unser Leben zerstören könnte. Und ich bitte dem Bruder, der von diesem Buch Nutzen hat, dass er für mich Dua macht. Und für meine Eltern und meine Mashaykh, meine Shuyukh und alle, die ich gern habe, weil Muslimin ajma'in und für alle Muslime. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويدي واستنادي und auf alle stütze ich mich, auf alles vertraue ich. وحسب الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. Inshallah vergütet und belohnt Imam an-Nawawi für alles das, was er für uns gemacht hat und was er für diese Umma gemacht hat, und inshallah erleuchtet ihm sein Grab und schenkt ihm inshallah Segen und Licht und Last und seinen Eltern und seinen Shuyukh inshallah und allen, die er geliebt hat und die ihn lieben, und allen Muslimen inshallah und uns mit ihnen inshallah. Das, was ich mit euch lesen will, ist zuerst mal das Buch des Wissens. Also die Hadithe, die Imam an-Nawawi gesammelt hat über zum Thema Wissen und Wissen erlangen, Wissen erwerben, welchen Stellenwert das hat. Ich habe die deutsche Übersetzung oder eine deutsche Übersetzung für euch kopiert. Es sind über 40, ich glaube, es sollte ausreichen. Schau mal, wie viele das sind. Also. Wie viele Leute sind wir circa? Keine Ahnung. Wir sind hier 28. 28, dann sollten theoretisch... Nein, es sollten über 40 normalerweise sein. Nur was auf ganz unten ist, glaube ich, was anderes machen. Wir schauen nur in dem Stoß, wo das hier etwas dazu gehört. Die Schwestern sollen das nehmen, was sie brauchen, und wenn etwas überbleibt, das zurückschicken. Einfach, dass es nicht irgendwie in der Moschee einfach so liegen bleibt, ohne Nutzen. Bitte? Für die Schwestern, die Kopien liegen auf den Treppen. Gut, die Übersetzung ist von Sheikh Abdullah Bubenheim. Ich habe geschrieben, leicht überarbeitet. Überarbeiten ist nicht die Übersetzung an sich, sondern nur die Umschrift und einfach formelle Kleinigkeiten. Ja. Die sprachliche Übersetzung ist gleich geblieben. Oder habe ich von ihm übernommen? Jazakallahu khairan. Gut. Ich werde jetzt für jedes Hadith den arabischen Originaltext lesen, dass wir inshallah den Segen der Sprache von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haben. Und dann lesen wir gemeinsam die Übersetzung, und ich werde aber
kleinere, also bei den meisten nur kurze Kommentare dazu geben. Ja. Und inshallah profitieren wir davon und verstehen, in welcher Weise wir und jeder einzelne von uns von diesen Hadithen angesprochen ist. Ja. Und verstehen, welche Folgen, welche Konsequenzen diese Dinge für unser Leben haben. Ja. Inshallah ziehen wir die richtigen Konsequenzen daraus. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab al-Ilm. Bab Fadlul Ilmi Ta'alluman wa Ta'aliman Lillah. Oder Babun Fadlul Ilmi wa Ta'alluman wa Ta'aliman Lillah. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء تفوقن des Wissens. Allah erhaben ist, er spricht, und sprich, o mein Herr, bereichere mich an Wissen. Sprich, sind etwa gleich diejenigen, welche wissen, und jene, welche nicht wissen? Allah wird die unter euch, die gläubig sind, und die, denen Wissen gegeben ward, um Stufen erhöhen. Wahrlich, es fürchten Allah nur die Wissenden unter seinen Dienern. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه. معاوية رضي الله عنه berichtete, der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم hat gesagt, wem Allah wohlgesonnen ist, den lässt er Einblick in die Religion gewinnen. Wem Allah wohlgesonnen ist, man yuridillahu bihi khairan, also man könnte es anders übersetzen, der für den Allah Gutes will. Man yuridillahu bihi khairan, wörtlich heißt, der für den Allah Gutes will, ja, den lässt er Einblick in die Religion gewinnen. Statt Einblick könnte man auch sagen, verstehen. Yufaqihu fi din hat mit der Wurzel Fok zu tun. Ja? Und die Grundbedeutung von Fakuha ist verstehen. Wem Allah wohlgesonnen ist oder der für den Allah Gutes will, dieses Gute ist unbestimmt und hat zwei mögliche Bedeutungen, nämlich einerseits die Bedeutung Gutes in dieser Welt und in der nächsten Welt, ja, oder Gutes im Sinn von Paradies. Der für den Allah das Paradies will, also beide Bedeutungen sind hier sprachlich möglich, ja, den lässt der Einblick in die Religion gewinnen. Und in einer Reihe geht das Hadith weiter, wa innamal ilmu bita'allum, ja. Und das Wissen, also wenn man es ganz wörtlich übersetzt, und das Wissen ist durch Erlernen. Also das Wissen kommt nur durch Lernen. Das ist eine Fassung für diesen Hadith. Wo innama al-ilmu bi ta'allum. Und hier ist wichtig, wenn man diesen zweiten Teil vom Hadith dazu nimmt, dass man sieht, wir müssen uns anstrengen, dieses Wissen zu bekommen, ja? Weil Wissen kommt durch Lernen. Ja? Wie gesagt, Imam Nawawi hat 12 Unterrichte bei 12 verschiedenen Schuyuch gehabt. Wissen kommt durch Lernen. Ja? Und wie in allen Dingen, wir bemühen uns, und Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Ja? Und wenn Allah Gutes für den Menschen will, gibt er ihm. Und in diesem Hadith ist natürlich eine Art von guter Botschaft und von froher Botschaft an alle, die irgendeinen Grad an Verstehen in der Religion haben. Ja? Weil es ein Zeichen ist, dass Allah für den Menschen inshallah Gutes will.
Aus dem Grund sollte es ein wichtige Bitte von uns sein und ein wichtiges Dua sein, dass Allah uns, inshallah, jeden einzelnen von uns seine Religion verstehen lässt und uns, inshallah, die Wege zum Wissen erleichtert und die Wege zu diesem Verstehen erleichtert. Ja. Und es zu einem Zeichen macht für seine Wohlgesonnenheit, inshallah, uns gegenüber. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق والرجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه والمراد بالحسد الغبطة وهو أن يتمنى مثله. Ibn Mas'ud radiallahu anhu berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, keinen Neid außer in zwei Fällen, also keinen Neid darf es geben außer in zwei Fällen. Im Fall eines Menschen, dem Allah Reichtum gegeben hat und den er befähigt hat, mit ihm in rechter Weise zu verfahren. Und im Fall eines Menschen, dem Allah Weisheit gegeben hat und der in ihrem Sinne handelt und sie anderen weitergibt. Und hier steht, was mit Neid hier gemeint ist. Und es gibt verschiedene Formen von Neid. Es gibt nämlich, also wenn man Neid, das Wort Hasad an sich sagt, dann heißt das, dass man bei jemandem etwas Gutes sieht oder etwas sieht, was man sich selbst wünscht und sich irgendwie wünscht, dass diese Ni'ma, dieses Geschenk von diesem Menschen weggeht. Und das ist natürlich eine der schlimmsten inneren Sünden, die es gibt. Ja? Und hier ist aber gemeint, einfach der Wunsch, etwas zu haben. Der Wunsch, also man sieht bei Menschen zum Beispiel dieses Wissen oder diese Weisheit oder diesen Zustand und wünscht sich das Gleiche für sich selbst, ja? Ohne natürlich für diesen Menschen zu wünschen, dass es von ihm vergeht. Und in der vorletzten Zeile, dem Allah Weisheit gegeben hat, Weisheit wird hier definiert als nützliches Wissen. Es ist Hikma und in der Erklärung zu dem Hadith steht nützliches Wissen. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل ما من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. Abu Musa radiallahu anhu berichtete, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, das Gleichnis für das, was Allah mir an Rechtleitung und Wissen in meiner Sendung anvertraut hat, ist das eines segenreich ausgiebigen Regens, der weite Ländereien versorgt. Ein ausgiebiger, segensreicher Regen, der weite Länder versorgt. Ein Teil dieser ist fruchtbar. Ja, ein Teil dieses Landes ist fruchtbar. Er nimmt das Wasser auf und lässt Gras und Futter für die Tiere und Kraut wachsen. Ein Teil davon ist unfruchtbares Land, welches das Wasser sammelt, was Allah auch zum Nutzen der Menschen dienlich werken lässt, denn sie trinken davon, tränken ihr Vieh und bebauen das Land. Der letzte Teil der von diesem Regen berührten Ländereien sind flache Ebenen, die weder Wasser sammeln noch eine Vegetation entstehen lassen.
Die beiden erstgenannten Gebiete sind wie der Mensch, der Kenntnis von der Religion Allahs hat, der daraus Nutzen zieht, was Allah mir in meiner Sendung anvertraut hat, der dieses Wissen erlernt und es anderen weitergibt. Der letzte Teil ist wie der Mensch, der sich nicht um die Religion kümmert und die Rechtleitung Allahs, mit der ich gesandt wurde, nicht annimmt. Bukhari und Muslim. Das heißt, es gibt die drei Länder. Das erste war Land, das den Regen aufnimmt und sozusagen also Nützliches wachsen lässt durch diesen Regen. Ja? Das zweite war Land, das den Regen, das sozusagen das Wasser speichert, ohne dass was wächst dort. Und das dritte war das Land, das weder das Wasser speichert noch irgendwas Nützliches wachsen lässt. Ja? Und das sind die drei Kategorien von Menschen. Ja? Die einen sind die, die Wissen erlernen, ja? Selbst Nutzen haben davon und den Nutzen weitergeben. Die zweiten sind die, die zwar nicht genug Nutzen für sich selbst davon, von dem Wissen, das sie erlangen, bekommen, ja? Aber zumindest den anderen Nutzen bringen. Und die letzte Kategorie sind Menschen, die weder für sich noch für andere Nutzen aus dem Wissen haben. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم. Also Entschuldigung, ich will jetzt diese Übersehen verzeihen. Wo an Sahl ibn Sa'ad radiallahu anhu an der Nabi sallallahu alaihi wa sallam kala li Aliin radiallahu anhu فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمْ متفقون عليه. Das war jetzt eine Zeile falsch. Sahl ibn Sa'ad radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Ali radiallahu anhu sagte, bei Allah, wenn Allah durch dich auch nur einen einzigen Mann auf den rechten Weg führt, so ist das besser für dich als der Besitz von roten Kamelen. Und wie gesagt, diese roten Kamele sind das wertvollste Gut, das bei den Arabern bekannt war. Und wenn man sich überlegt, ja, ist das wertvollste, es war das ein Symbol für das wertvollste Gut, das man in der Dunya erreichen kann. Und wie viel Zeit und Anstrengung verwenden die meisten Menschen, um irgendwas in der Dunya zu erreichen. Ja? Und einen einzigen Menschen Recht zu leiten, für einen einzigen Menschen Rechtleitung zu erlangen, ist besser für uns, ja, als das Allerhöchste, was wir in der Dunya erreichen könnten. Und diese Rechtleitung, und warum ist dieses Hadith jetzt in dem Buch von Ilm, von Wissen? Weil diese Rechtleitung, einem Menschen recht zu leiten, geschieht wodurch? Durch Wissen. Ja? Die Rechtleitung geschieht durch Wissen. Und Menschen recht zu leiten, braucht Wissen. Ja? Und das, was Bilal hat erwähnt, hat, so, es geschieht nicht durch Koran, durch Bücher verteilen. Ja? Es braucht eine Grundlage, es braucht irgendeine Art von Wissen, die sinnvoll ist. Ja? Man muss nicht irgendwie Mutschdehet Mutlak sein, damit man Menschen recht leiten kann, aber es braucht eine Art von geistiger Anstrengung. Udu'i l-sabili rabbika, ja? Ruf auf zum Weg deines Herrn. Ja? Ruf auf zum Weg deines Herrn. Und wenn ich aufrufen will zum Weg meines Herrn, dann muss ich wissen, was der Weg meines Herrn ist. Weil wenn ich es nicht weiß, dann rufe ich vielleicht auf zu meinen eigenen Ideen oder zu meinen eigenen Gedanken, zu meinen eigenen, was auch immer. Ja. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج
ومن كذب عليها متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. Abdullah ibn Amr ibn al-As berichtete, der Prophet hat gesagt, ihr sollt meine Worte wörtlich verkünden. Und wenn es nur ein einziger Vers ist. Man könnte es auch übersetzen, berichtet von mir und sei es auch nur ein Vers. Manche sehen in diesem Hadith den Beweis für die Notwendigkeit von Sanad. Ja? Weil er hätte auch sagen können, berichtet von der Religion, und wenn es auch nur ein Vers ist. Berichtet vom Koran, wenn es auch nur ein Vers ist. Berichtet von mir und sei es auch nur ein Vers. Anni, Anni heißt von mir. Ja. Es ist auch nichts dagegen einzuwenden, von den Juden zu berichten. Und wer absichtlich über mich lügt, der möge seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen. Gut. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer einen Weg beschreitet, um Wissen zu erlangen, dem wird Allah deswegen einen Weg zum Paradies leicht machen. Also hier steht nicht, wer das Wissen erlangt oder wer das Wissen bekommt oder wer wissender wird, den wird alle den Weg zum Paradies leicht machen, sondern wer diesen Weg geht, ja, wer sich auf diesen Weg macht, ja, dem wird alle entscheidend das Paradies leicht machen. Ja. Inshallah sind wir auf dem Weg, inshallah rechnet alle für uns dieses Zusammensein hier als den Weg, um Wissen zu bekommen für ihn und für seine Zufriedenheit, inshallah. Hier ist auch, die das Hadith erklärt haben, gesagt, dass hier auch ein Hinweis darauf ist, dass oft der Weg, dass man einen Weg beschreitet, um Wissen zu erlangen, oft schwieriger ist als das Wissen selbst. Und insofern bekommt man den Lohn auch dafür, dass man sich sozusagen vorbereitet und auf diesen Weg macht. Und dann hat jemand gefragt, warum er hätte doch sagen können, dem wird Allah dafür Belohnung geben. Ja? Also warum hat er nicht gesagt, er wird Belohnung bekommen, sondern Allah wird ihm den Weg zum Paradies leicht machen. Und da haben sie gesagt, weil das Allah subhanahu wa ta'ala, der den Weg zum Paradies leichter macht, ist eine größere Gabe und eine größere Belohnung als der Lohn selbst. Und hier ist noch was sehr Wichtiges. Wer einen Weg beschreitet, um Wissen zu erlangen. Ja. Men selaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Ja. Um Wissen zu erlangen. Dieses Wissen hier ist nekera, ist unbestimmt. Es ist ein wie sagt man, indefinites Nomen. Ja. Es geht nicht um das Wissen oder das Wissen der Religion zu erlangen, sondern um Wissen zu erlangen. Ja. Jetzt ist die Frage, man hört doch sehr oft, das heißt, na gut, Wissen zu erlangen, ich studiere jetzt Technik und ich studiere jetzt, keine Ahnung, wir lernen über einen 30-jährigen Krieg und das ist doch auch Wissen zu erlangen. Ja? Und ist es zu erwarten, dass sozusagen der Weg ins Paradies auch in diesem Wissen liegt?
Ja? Und hier sagt man, in der arabischen Sprache, wenn ein Wort unbestimmt ist, ja, dann kann es bestimmt werden durch eine Karine, durch einen begleitenden Umstand. Und dieser begleitende Umstand in diesem Hadith ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Weg ins Paradies ebnet. Und den Weg ins Paradies ebnet er nur durch die Dinge, die ihn zufrieden machen im Zusammenhang mit seiner Religion und mit dem Weg zu ihm. Und das ist der Beweis dafür, dass hier gemeint ist, das Wissen über seine Religion, das Wissen, also im weitesten Sinn, ja? Eben von Scharia oder von das Wissen über ihn und über seine Ahkam, die Einzelheiten seiner Religion. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer zur Rechtleitung aufruft, bekommt einen Lohn wie die Gesamtlöhne aller, die ihm folgen, ohne Verminderung deren Löhne. Du rufst die Menschen auf und sie handeln zu etwas Gutem, sie handeln danach und du bekommst den Lohn derer, die das machen. Ähnlich das Hadith, Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, wer eine gute Sunna im Islam begründet, bekommt den Lohn all derer, die dieser Sunna folgen, ohne dass von ihrem Lohn etwas genommen wird. Und das ist eine der gewaltigen Dinge, ein Wissen. Ja? Wissen wird mehr, wenn man es ausgibt, im Gegensatz zu Geld. Ja? Und du bekommst Lohn dafür, dass du es machst. Der bekommt Lohn dafür, dass er danach handelt, wenn es was Gutes ist. Und du bekommst von ihm noch wieder diesen Lohn weiter. Wenn man das hört, spürt man, welches Geschenk und welche Ehre und welche Ni'ma es ist, dass wir hier sitzen dürfen und etwas von Wissenden hören dürfen und uns bemühen dürfen, um jetzt nur einen Tropfen von Wissen zu bekommen. Weil es ist wirklich ein großes, großes Geschenk, ja? Sehr großes Geschenk. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه berichtete, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat gesagt, wenn der Mensch stirbt, hört sein Werk auf Erden außer in drei Fällen auf. Also wird sein Werk oder seine Taten werden abgeschnitten mit seinem Tod, ja, außer in drei Fällen. Ein andauerndes Almosen oder nützliches Wissen oder ein Nachkomme, der für ihn betet. Ein andauerndes Almosen, Sadaka Jaria, wörtlich heißt eine fließende Sadaka, ja. Und die berühmteste Form davon und die sozusagen die institutionalisierte Form davon ist Waqf, also eine Stiftung. Ja. Das Stiftungswesen im Islam hat eine große und wichtige Basis in den Hadithen von Sadaqa Jariya. Ja. Dass man etwas spendet und diese Spende weitergeht, ja, und weiter Nutzen bringt. Oder nützliches Wissen. Ilm yuntafa'ubi, ja. Wissen aus dem Nutzen gezogen wird. Auch Waladin Saleh, also hier im Arabischen, also Sheikh Abdullah Bubenheim übersetzt, ein Nachkomme, eigentlich ein rechtschaffener Nachkomme, der für ihn betet. Sieht man hier die Bedeutung von Erziehung und die Wichtigkeit von Erziehung.
dass man sich bemüht, seine Kinder auf Rechtschaffenheit zu erziehen, dass man sozusagen auch dass dieser Nutzen, einfach das Dorf weitergeht. Dass man einen Nutzen von dem Dorf, von dem Kind hat, unter anderem. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه وعالما أو متعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله وما ولاه إي طاعة الله. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, verdammt ist die diesseitige Welt und das Vergängliche in ihr. Außer, wie sagt er, vier Dinge, außer dem Gedenken an Allah, Dhikrullah. Und allem, was Allah gehorcht und beisteht. Also das Gehorsam gegenüber Allah. Alle Daten, die mit Gehorsam zu tun haben. Und einem Gelehrten und einem Strebenden nach Wissen. Das sind die vier Dinge, die davon ausgenommen sind, die von der Regel ausgenommen sind. Die Welt ist verdammt. Und diese vier Dinge sind die, die eine Ausnahme darstellen von dieser Art von Verdammnis. Ja? Dunya Mal'una. Mal'una ist ein sehr furchterregendes Wort. Ja? Man sagt, Lana ist eine Art von Verdammnis, die wirklich die einen wirklich Angst macht. Ja? Und die Dunya, das, was in dieser Welt ist, ist Mal'una, ist verdammt. Ja? Außer diese vier Dinge. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن. أنس رضي الله عنه berichtete, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat gesagt, wer auf der Suche nach Wissen hinauszieht, der ist auf dem Wege Allahs, bis er heimkehrt. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ein wachsamer Gläubiger hört nie auf, das Gute zu verrichten, bis er sein Ziel, das Paradies, erreicht hat. La yashba min khayr, also er wird nie satt von Guten. Und das Gute wird hier erklärt, kullu man yuqarribu ila Allah, also alles das, was dich näher zu Allah bringt, ist das Gute. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن. Abu Umama radiallahu anhu berichtete, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, der Rang des Gelehrten dem einfachen Betenden gegenüber ist wie mein Rang dem gewöhnlichsten Menschen unter euch gegenüber.
Der Rang des Gelehrten dem einfachen Betenden gegenüber. Fadl al-Alim al-Abid. Das sind zwei Kategorien von Menschen. Den Alim und den Abid. Und das wird folgendermaßen erklärt. Der Alim ist der Wissende, oder der Wissende Übersetzung, der Gelehrte, ist der seine Zeit und seine Energie und seine Kraft dafür verwendet, zu lernen und zu lehren, ja, nachdem er seine Pflicht und seine Pflicht im weiteren Sinn an Gottesdienst, an Ibadah vollendet hat. Okay? Also der Alim, der Gelehrte, ist der seinen Gottesdienst macht und die Zeit, die ihm bleibt, für Wissen verwendet, für Unterrichten verwendet, für Wissen weiterzugeben. Und der Abid ist der seine Zeit verwendet für Ibadah und für Gottesdienst und für Anbetung, nachdem er das gelernt hat, was er lernen muss an Wissen, um seine Ibadah richtig zu machen. Das heißt, weder der Alim kann sich irgendwie befreien von Ibadah, von Gottesdienst, noch der im Gottesdienst steht, kann sich befreien von Ilm, von Wissen. Und der Rang des Gelehrten, dem Einfachbetenden gegenüber, ist wie mein Rang dem gewöhnlichsten Menschen unter euch gegenüber. Dem einfachsten aller Muslime. Dann fügte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hinzu: Wahrlich, Allah, seine Engel und all die Geschöpfe der Himmel, sogar die Ameise in ihrem Loch und der Fisch, beziehungsweise alle Tiere, die schwimmen, beten für solche Lehrer, die der Menschheit das Verrichten des Guten lehrt. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي. أبو الدرداء رضي الله عنه berichtete: Ich hörte den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagen: Wer einen Weg beschreitet, um Wissen zu erlangen, dem wird Allah einen Weg zum Paradies leicht machen. Hier ist auch in der Erklärung zum Hadith, auch zum vorigen, einen Weg, um Wissen zu erlangen, dem wird Allah einen Weg zum Paradies leicht machen. Ja? Warum sagt er nicht, dem wird Allah den Weg zum Paradies leicht machen? Warum einen Weg? Warum ist es unbestimmt? Es sind hier zwei Wörter, die indefinit sind, also unbestimmt sind. Ja? Der sich auf den Weg macht, um Wissen zu erlangen, ja? Dem wird Allah einen Weg ins Paradies ebnen. Ja? Und das heißt, dass es gibt Wege zum Paradies und Tore zum Paradies. Ja. Es gibt zum Beispiel für die fasten, gibt es das Tor vom Paradies Rayan. Ja. Und er sagt genauso, das Wissen ist in verschiedensten Kategorien. Ja. Und je nachdem, welche Art von Wissen der Mensch lernt mit der richtigen Absicht, ja, gibt es auch für diese verschiedenen Wege von Wissen, gibt es verschiedene Wege zum Paradies.
Die Engel senken ihre Fittiche auf diejenigen, die Engel senken ihre Fittiche auf denjenigen, der nach Wissen strebt, aus Billigung seiner Mühe. Die Engel senken ihre Fittiche, ja? Also Fittiche ist, mit einem Flügel sagen, ja, auf denjenigen, der nach Wissen strebt. Hört es genau, der nach Wissen strebt. Nicht der, der Wissen hat und der, der weiß und der viel gelernt hat, sondern der, der nach Wissen strebt. Ja, allein hier zu sitzen und nach Wissen zu streben und sich zu wünschen, das Wissen zu bekommen, sind schon der Grund für großen Lohn. Inshallah. Aus Bildung seiner Mühe. Ja, also im arabischen Text steht, Ridan bin Mayasnau. Aus Zufriedenheit mit dem, was er macht. Und in den Erklärungen zum Hadith sind hier zwei, es gibt zwei verschiedene Erklärungen für diesen Ausdruck, sie senken ihre Fittiche oder sie senken ihre Flügel. Die eine Erklärung ist die, sie senken ihre Flügel aus Respekt gegenüber dem, der nach Wissen strebt. Und die zweite Erklärung ist die, dass sie aufhören zu fliegen, um dabei zu sein bei den Sitzungen, wo Wissen erlangt wird. Wahrlich, alle Bewohner der Himmel und der Erde, sogar die Fische, die Bewohner des Wassers, bitten Allah um Vergebung für den Wissenden. Der Rang des Gelehrten dem Betenden gegenüber ist wie der Rang des Mondes den Sternen gegenüber. Wahrlich, die Gelehrten sind Erben der Propheten. Und die Propheten haben den Erben weder Dinar noch Dirham hinterlassen, sondern sie ließen den Erben das Wissen hinter sich. Wer dieses Wissen erwirbt, hat reichliches Glück verdient. Zu diesem Vergleich mit dem Erben gibt's eine Anmerkung. Es ist nicht so, dass ein Prophet sein ganzes Wissen vererbt. Genauso wie ein Toter auch nicht sein ganzes Vermögen vererbt. Weil wenn der stirbt, ja, das Erste, was abgezogen wird, sind die Kosten für sein Begräbnis. Das ist automatisch, der Erbe bekommt weniger, als der Tote hinterlassen hat. Ja? Und dann seine Schulden und dann sein Testament und so weiter und so weiter. Und wenn er mehrere Kinder hat, ja, wird sein Erbe verteilt auf mehrere Kinder. Wer dieses Wissen erwirbt, hat reichliches Glück verdient. Alle lasst uns inshallah auf den Weg gehen und inshallah auf seinen Weg sterben und schenkt uns etwas von diesem Glück, inshallah. Und lasst uns Menschen sehen und kennen und lieben, die Erben des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind. Und ihnen dienen, inshallah, bei ihren Füßen sitzen und von ihnen Nutzen haben und von ihren Segen, inshallah, lernen und von ihren Segen verdienen, inshallah. Es ist 10 vor 10, ich würde sagen, machen wir Pause und dann ist schon nach dem Gebet. Geht ein bisschen Zeit von der Fragestunde drauf, wenn es euch recht ist, aber ist okay? Wir sehen hier noch keine Fragen. Okay.